Es ist schon so, dass die Zahl der Tenderpoints, die positiv sind, mit dem Ausmaß der körperlichen und psychosozialen Beschwerden korreliert. Das hat man zeigen können. Aber es bleibt so, die Abgrenzung zu somatoformen Schmerzstörungen zum Beispiel und zu diesem Chronic Widespread Pain ist relativ schwierig. Dieses Bild kennen sicher viele von Ihnen. Also hier geht es um die definierenden Tenderpoints. Es ist eben ausdrücklich so, dass die nicht trennscharf sind und das führt dazu, dass der Begründer, also der Mitbegründer oder der Herr Wolf, der das eingeführt hat, den Begriff Fibromyalgie, heute sagt, perhaps tender points as an essential criterion was a mistake. Also er würde heute eher andere Dinge in den Vordergrund stellen, Dinge wie Fatigue or cognitive distortions maybe more important. Weil es ist relativ an einer Symptomausprägung wird die Definition festgemacht. Gut, die Diagnose haben wir sozusagen jetzt, also oder doch nochmal ein wichtiger Punkt, es ist in der Leitlinie definiert worden, dass man weiterhin eine symptombasierte Diagnose stellt, anhand der chronischen Schmerzen in mehreren Körperregionen, Steifigkeit, Schwellungsgefühl und Müdigkeit, dass die Tenderpoints aber nur noch fakultativ sind. Das heißt, die sind nicht mehr absolut relevant für die Diagnose, was wirklich eine Veränderung darstellt. Jetzt zur Prävalenz. Chronic Widespread Pain ist eine Sache, die für uns wirklich von Bedeutung ist. In Deutschland 10% der Bevölkerung betroffen von chronisch multilokulären Schmerzen. Und, das ist Ihnen auch bekannt, Frauen sind deutlich häufiger betroffen, in einem Verhältnis von 1,7 bis 4,7 zu 1. Wenn man dann auf die Fibromyalgie schaut, also wenn wirklich die hohen Kriterien zugrunde gelegt werden, sind es in Deutschland immer noch 1-2%. Also wirklich eine weit verbreitete Erkrankung. Das Maximum altersgemäß ist im 50. bis 59. Lebensjahr und das Verhältnis Frau zu Mann beträgt etwa 5 zu 1. Wenn Sie mich fragen aus meiner klinischen Erfahrung, wir sehen nahezu keinen Mann, der eine Fibromyalgie hat und in unserem Klientel, in unserer Abteilung macht es etwa ein Viertel aller Patienten aus, also der gesamten Patientenschaft, und sie sind alle weiblich. Also Fibromyalgie, ich denke aus unserer Sicht sogar noch eindeutiger, wobei wir natürlich einen Bias haben an der Stelle. Nun ist es so über Leitlinien kann man sich eben streiten, sie bemühen sich auf jeden Fall darum, praxisrelevant zu sein. Und das möchte ich Ihnen jetzt hier einmal vermitteln. Also was ist das, wo ist sozusagen der Bereich, wo in der Schnittmenge auf jeden Fall das an die Hand gegeben wird, womit wir wirklich gut und richtig therapieren können, auf Boden der Studienlage. Was am besten belegt ist, ist, dass die medizinische Trainingstherapie, Psychotherapie und multimodale Therapien der Routinetherapie durch einen Hausarzt oder Rheumatologen überlegen sind. Das heißt, es gibt bestimmte Grundfesten, die man auf jeden Fall anwenden sollte. Und in der Regel ist es bei Fibro so, multimodal arbeiten. Es reicht nicht, nur mit einem Modus zu arbeiten. Das zeigt die Studienlage. Und es gibt verschiedene Medikamente, so ist das, das ist natürlich auch von der Pharmaindustrie unterstützt, da sind die meisten Gelder da, das ist die Datenlage relativ klar. Es gibt Medikamente, die kurz- bis mittelfristig in ihrer Therapie gesichert sind. Bei psychotherapeutischen, trainingstherapeutischen und multimodalen Therapien, das sind ja die am besten belegt sind, sind auch positive Effekte bis 6 bis 12 Monate nach Therapieende nachgewiesen. Da kann man den Patienten also sagen, wenn sie da einsteigen, tun sie sich was Gutes und haben auch einen langfristigen Effekt davon. Auch die Kosteneffektivität ist natürlich ein Thema. Die ist bisher nur beforscht für Verhaltenstherapie und multimodale Therapien. Da kann man den Patienten also sagen, wenn sie das machen, wird es ihnen besser gehen und es ist sozusagen kostengünstig auf lange Sicht. Und es wird immer empfohlen, bei der Initiierung einer Therapie 6 bis 12 Monate später auf jeden Fall ein Reassessment zu machen, zu schauen, wo stehen wir, hat es was gebracht. Das hier ist die Basistherapie, die jedem Patienten empfohlen wird. Es sollte auf jeden Fall ein Patientenschulungsprogramm für Fibromyalgie durchgeführt werden, dem Patienten angeboten werden. Das heißt, Information muss transportiert werden, dass jeder weiß, woran er ist. Gut belegt ist die verhaltenstherapeutische Schmerztherapie. Damit kann man Fibromyalgie-Patienten also wirklich was Gutes tun. Und Ausdauertraining, das heißt Bewegung
ist das A und O. Bei der verhaltenstherapeutischen Schmerztherapie ist sicher von großer Bedeutung sind da Entspannungsverfahren. Wobei wir dann nachher noch kurz einmal darauf eingehen. Auch da gibt es erstaunliche Ausrichtungen. Aber Entspannungsverfahren sollten immer Teil eines multimodalen Konzeptes sein. Bewegung, Entspannung, Amitriptylin als Antidepressivum, das kann man sicher trefflich diskutieren. Die Faktenlage ist einfach so, dass da ein therapeutischer Effekt erzielt worden ist. Niedrig dosiert, also nicht in antidepressiver Dosierung, sondern eher 25 bis 50 Milligramm. Und, was auch empfohlen wird als Basistherapie, die Behandlung komorbider, seelischer und körperlicher Störungen. Dabei ist es so, dass Fibromyalgie-Patienten eben häufig begleitend seelische oder psychosoziale begleitende Auffälligkeiten haben, dass das aber nicht definierend ist. Es gibt keine Persönlichkeitsstruktur, die für die Fibromyalgie disponiert. Ja, die Fibromyalgie ist an der Stelle, genau wie viele andere chronische Erkrankungen, eher unspezifisch an der Stelle. Es gibt keine Persönlichkeit, wo Sie vorher sagen können, ja, bei Ihnen läuft das auf eine Fibromyalgie hinaus. So ist es nicht. Wenn wir das mit den Patienten so kommunizieren, stigmatisieren wir die ausdrücklich. Aber man sollte wahrscheinlich danach fragen, ob es irgendwelche schwierigen Dinge im Leben gegeben hat. Absolut. Absolut. Das ist, wie gesagt, sollte ausdrücklich abgeprüft sein, das ist ein wichtiger Punkt, aber andersrum wird eben kein Schuh draus. Es ist nicht so, dass wenn mit Fibromyalgie jemand reinkommt, ne? Ganz klar. Okay, wenn wir damit nicht ausreichend, mit der Basistherapie nicht ausreichend Erfolge erzielen, dann geht es eben darum, wenn wir von Betroffenen mit bedeutsamen Beeinträchtigungen von Alltagsfunktionen sprechen, sollte nach 6 Monaten diese Basistherapie in eine multimodale Therapie umgewandelt werden. Das heißt, da führen wir dann verschiedene Dinge zusammen, bei denen, wo eben der erste Schritt nicht reicht. Und wenn das ambulant nicht ausreicht, sollte man sich dann auch ein Netzwerk schaffen, dass man dann teilstationär oder stationär für diese Patienten eben auch eine Versorgung schafft. Und wenn auch das nach 6 Monaten nicht ohne hinreichenden Erfolg ist, ist dann die Empfehlung aufgrund der Datenlage, dass man dann nochmal steigert. Und hier an der zweiten Stelle sehen Sie eine multimodale stationäre Boostertherapie. Das ist doch mal eine schöne Beschreibung. Und es wäre zu hoffen, dass die Patienten da auch mit einem Booster davon profitieren. Aber da geht es also darum, das weiter zu eskalieren und den Patienten dann diese nächste Therapieschiene anzubieten für diejenigen, die noch nicht ausreichend profitiert haben. Und dann geht es eben, im Vordergrund sollte immer sein, das Selbstmanagement, Training und Stressmanagement ausdrücklich. Das Klientel ist ja sehr breit und ich kann mir vorstellen, dass auch Sie viele Patienten kennen, die gerade in ihrer Passivität verhaftet sind. Und ausdrücklich hier macht das Selbstmanagement einen Unterschied. Und gerade auch Stresswahrnehmung, Stressmanagement ist eben in der Wirkung in einem multimodalen Konzept von Vorteil. Es gibt verschiedene Antidepressiva, die dann auch weiter gut beforscht sind, die auch hier aktiv beworben werden, intensiv, da kann man sehen, wie man damit arbeiten will. Die Datenlage ist auf jeden Fall so. Tramalparacetamol auf jeden Fall nur befristet einsetzen. Also wir halten es eher so, dass wir denken, ich pointiere das jetzt mal etwas, das trifft nicht bei jedem zu, aber Fibromyalgie ist eher eine Erkrankung, wenn die Patienten wirklich ausgeprägt von der medikamentösen Therapie profitieren, dann haben sie keine Fibromyalgie. Das ist sicher etwas provokativ, aber ich denke, dass die Patienten eher von Selbsthilfestrategien profitieren, ausdrücklich. Hypnotherapie, Imagination, Balneospar, da kommen wir jetzt gleich zu komplementären Verfahren. Da gibt es erstaunliche Datenlage zu und das wird jetzt Inhalt meines nächsten Teils sein. Komplementäre Verfahren, jetzt kommen wir zu dem Bereich, der im Mittelpunkt des Vortrags stehen soll. Ist das für Fibromyalgie von Bedeutung? Ist das da überhaupt relevant? Und das ist so. Mit einem Prozentsatz von in einigen Studien über 90% ist die Anwendung komplementärer Therapieverfahren bei Patienten mit Fibromyalgie besonders verbreitet. Also das ist der Bereich, der sich da aufspannt. Sodass es sich auf jeden Fall anbietet, jeden Patienten an der Stelle zu befragen, was er aus dem Bereich eben auch schon selber ausprobiert hat. Dabei korreliert das Ausmaß der Schmerzen und der subjektiven empfundenen Einschränkung des Patienten mit der Wahrnehmung, mit der Anwendung komplementärer Verfahren. Also je schwerer gebeutelt, je eingeschränkter die Lebensqualität, desto wahrscheinlicher, dass in dem Bereich was gelaufen ist.
Und welche Verfahren können für sich behaupten, dass sie wirklich gut wirken? Hier geht es los mit der physikalischen Therapie, das Walking. Ups. Und Sie kennen ja sozusagen die Evidence-Based Medicine. Wir sind ja im Zeitalter der Evidence-Based Medicine. Und der Ritterschlag der Evidence-Based Medicine ist ja das Niveau 1a. Das ist sozusagen, es liegen verschiedene randomisiert kontrollierte Studien vor. Und die sind noch in einer Meta-Analyse ausgewertet. Und das aerobe Ausdauertraining hat das für sich sozusagen erreicht im Hinblick auf die Fibromyalgie. Da sind Sie auf ganz sicherem Terrain und können sagen, Ausdauertraining auch in Verbindung mit Krafttraining tut dem Patienten mit Fibromyalgie ausdrücklich gut. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern 6 bis 12 Monaten auch im Nachverfolgen, im Nachmessen. Verbessert Schmerzen, Müdigkeit, Leistungsfähigkeit. Das heißt, Bewegung an der Stelle, wie bei vielen chronischen Erkrankungen, aber für die Fibromyalgie eben sauber belegt, gern im Zentrum der Therapie. Zur Massage ist die Studienlage kontrovers. Es ist also nicht so, dass mit einer Massage aus Schwarz-Weiß gemacht wird, sodass das in der Regel nicht als Monotherapie empfohlen wird, das auch mit einem relativ hohen Evidenzgrad. Aber, und das begegnet uns jetzt immer mal wieder, es kann multimodal mit eingesetzt werden. Das heißt, wenn bestimmte Dinge im Zentrum erfüllt sind, Bewegung, Entspannung, Wärme, dann sollte im weiteren Verlauf kann man schauen, was man zusätzlich noch einsetzt. Bei der Lymphdrainage ist es so, dass die Datenlage unklar ist. Es kann in Einzelfällen also multimodal mit eingesetzt werden. Dann eine Therapie, die Sie hier sehen, Hyperthermie. Wer arbeitet sozusagen im Netzwerk damit? Wer von Ihnen hat da Erfahrung? Keine? Okay, das hier ist sozusagen aus dem Adenne-Institut. Da hat es eine sehr schöne Studie gegeben, die hier an zweiter Stelle eben auch mit eingegangen ist, bei der Ganzkörperwärmetherapie. Die Patienten werden ja sozusagen in ein künstliches Fieber versetzt. Und bei der Fibromyalgie hat das ausdrücklich in einem multimodalen Konzept zu einem signifikanten zusätzlichen Therapiegewinn geführt. Das heißt, wenn Sie das Wärme, kann vielleicht auch Sauna ist sozusagen nicht ganz so intensiv, aber für die Hyperthermie ist es belegt, dass Patienten mit Fibromyalgie da ausdrücklich von profitieren. Aber auch Dinge wie Thalasso, Balneo oder Spa-Therapie, also Meeres- oder Thermalwassertherapie, ist gut beforscht und führt bei Fibromyalgie-Patienten zu einem zusätzlichen Therapiegewinn. Auch hier wird empfohlen, dass man das zeitlich befristet in einem multimodalen Konzept mit einsetzt. Kältekammer, Dinge, die man vor allen Dingen aus der Therapie vom klassischen Rheuma kennt, hat auch bei Fibromyalgie-Patienten in einer kleinen Studie eine Schmerzreduktion belegt, kann also auch zeitlich befristet werden. Das kann man tatsächlich von der individuellen Situation der einzelnen Patienten abhängig machen. Und Energielaser oder Magnetfeldtherapie sind auch in der Schmerzreduktion belegt. Das ist sicher auch eine Frage, ob man das in seinem Umfeld zur Verfügung hat und ob man das im Netzwerk mit einsetzen kann. Weitere physiotherapeutische Verfahren, wie das so mit den Studien ist. Bei der Osteopathie ist es so, dass die Studienlage relativ überschaubar ist, auch bei den manuellen Verfahren. Da hat man also keine ausdrückliche Empfehlung gegeben. Was nicht ausreichend in der Wirkung belegt ist, ist TENS. Also das scheint bei der Fibromyalgie keinen zusätzlichen Therapiegewinn zu bekommen. Deswegen hat man sich festgelegt, dass es nicht eingesetzt werden sollte. Eine regionale Wärmetherapie kann zeitlich befristet eingesetzt werden. Aber auch hier, dafür gibt es keine Datenlage. Jetzt zur traditionellen chinesischen Medizin. Das heißt, vielleicht noch einen Schritt zurück. Es gibt an der Stelle wirklich erstaunliche Therapieversuche. Vielleicht noch als eine Anekdote. Es gibt auch eine chirurgische Intervention bei Fibromyalgie. Es gab 2 Studien auf relativ hohem wissenschaftlichen Niveau, die gezeigt haben, dass eine chirurgische Intervention an den Tenderpoints, ich weiß nicht, ob die da Faszien gelöst haben, operativ, zu einem therapeutischen Effekt sozusagen geführt hat. Trotzdem hat das über das Gremium entschieden, ist das nicht eingegangen in die Therapie. Das befremdet einen doch sehr oder geht Ihnen das anders? Also ich würde Fibromyalgie-Patienten sicher nicht chirurgisch sozusagen versorgen, aber an der Stelle war es zumindest publiziert. Damit muss man sich eben auseinandersetzen. Wie sieht es bei der traditionellen chinesischen Medizin aus? Da geht es eben vor allen Dingen, Datenlage ist dazu Akupunktur und Qigong, tun wir nicht. Das Gua Sha, sehen wir es schon mal gesehen hat, was lässt einen ja eher an seinen Juristen denken und nicht sozusagen einen Therapieerfolg, aber wir machen wirklich im klinischen Alltag
offensichtlich im wahrsten Sinne des Wortes, gerade bei Schmerzpatienten, einschneidende Erfahrungen zum Positiven. Zu der Akupunktur ist es tatsächlich so, dass eine Reihe an Studien durchgeführt worden ist. Es gibt eine Untergruppe, die mit der Elektroakupunktur durchgeführt worden ist. Es gibt jetzt auch eine Meta-Analyse, darum haben wir uns nochmal bemüht. Es ist so, dass Akupunktur als Einzelverfahren keine ausreichende Datenlage erreicht hat, aber es wird auf jeden Fall empfohlen, dass ein zeitlich befristeter Einsatz von Akupunktur innerhalb multimodaler Therapiekonzepte seinen Platz hat. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen akupunktiert? Auch bei Fibromyalgie-Patienten an der Stelle? Okay. Das nächste ist das Qigong. Und da ist die Situation die gleiche. Wir haben auch hier Studien, die gezeigt haben, dass es als Monotherapie nicht ausreichend gesichert ist, aber hier liegt es auch nahe, als eine meditative sozusagen Bewegungsform das einzusetzen in multimodalen Therapiekonzepten. Dann die Homöopathie. Und wer arbeitet von Ihnen homöopathisch? Die Krux der Homöopathie ist ja häufig, dass wirklich gerade, wenn es um einen akademischen Austausch geht, das unglaublich polarisiert das Thema. Also wenn Sie damit reingehen, dann haben Sie Leute, die wirklich in die Luft gehen. Ja? Und Studienlage ist da wirklich überschaubar. Und erstaunlicherweise sind wir bei der Fibromyalgie in der schönen Lage, dass es zwei relativ gute Studien dazu gibt. Und zwar einmal zu Hustoxicodendrum im Vergleich zu Placebo. Und in einer Untersuchung wurde individualisiert in einer Gruppe, das waren etwa immer so 30 Patienten, die gegeneinander untersucht wurden, wurde die Studie durchgeführt. Und es wurden im Hinblick auf Schmerzsymptomatik und Lebensqualität Therapieerfolge gesichert. Also in diesen Studien hat die Homöopathie gezeigt, da ist was dran. Auch das hat in diesem Forum der Leitlinie zu lebhaften Diskussionen geführt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist auch